Das Wichtigste vorneweg, die Journey 1884 von Victorinox ist nicht explizit als Taucheruhr konzipiert worden, sondern eher als eine sportliche Uhr für Outdoor-Aktivitäten ganz generell. Nichtsdestotrotz, die 43 mm große Uhr kommt mit einem bis 200 Meter wasserdichten Gehäuse und einer verschraubten Krone und, noch viel wichtiger, mit einer einseitig rassenden Lünette mit einer Leuchtperle bei 12. Unter dem Motto, man soll die Drehringe feiern, wie sie fallen, lohnt sich also ein zweiter Blick auf dieses neue Modell von Victorinox ganz besonders. Streng genommen lanciert der größte Schweizer Messerhersteller der Schweiz damit eine ganze Kollektion, die zu Beginn aus 5 Referenzen mit Quarzwerk und 2 Uhren mit einem mechanischen Kaliber besteht. Die beiden mechanischen Modelle sind entweder mit einem blauen Zifferblatt oder, wie hier gezeigt, mit einem schwarzen Zifferblatt verfügbar, wobei die schwarze Zifferblattversion mit einem Metallband ausgestattet worden ist, das mit einer Doppelfallschließe kommt, das zusätzlich noch einen Sicherungsbügel hat, aber keine Feinverstellung und auch keine Tauchverlängerung. Und das bringt mich zurück zum Kommentar, den ich eingangs gemacht habe. Das ist auch ganz okay, schließlich will die Uhr keine reinrassige Taucheruhr sein. Ihre Inspiration bezieht sie eher aus der Berg- oder Wanderwelt, besonders gut zu sehen an den Zeigern, die als Balkenzeiger umgesetzt worden sind, die skelettiert sind. Die beiden Leuchtelemente in den Spitzen sind, gemäß Victorinox, von Wegweisern auf Wanderwegen inspiriert. Es gibt aber noch ein paar andere Details, die eher ungewöhnlich sind. So ist beispielsweise die Lünette bei 6 Uhr abgeflacht und trägt den Jahreszusatz 1848. Ebenfalls auf der Lünette und ebenfalls ungewohnt, seitlich am Drehring gibt es die Wasserdichtheitsangabe von 200 Metern respektive über 600 Feet. Und bei 8 Uhr seitlich am Gehäuse findet sich zusätzlich noch eine Gravur mit dem Hinweis auf den verwendeten Edelstahl, hier 316L, der gemäß Victorinox mit einem etwas höheren Anteil von rezykliertem Metall ausgestattet worden ist. Die Uhr selbst kommt mit einem verschraubten Boden mit Sichtglaseinsatz und einem Abbild eines Taschenmessers. Die Lünetteneinlage ist aus schwarzer Keramik und nach innen abflachend. Die Krone ist verschraubt und von einem recht ausgeprägten Kronenschutz umgeben. Die Uhr kostet mit Stahlband $1.150. Der Europreis oder der Schweizer Frankenpreis ist momentan noch nicht bekannt. Ergo lohnt sich ein Blick auf die Website. Der Link dazu ist im Beschrieb zum Video zu finden, wo sich Updates und Ergänzungen einfacher umsetzen lassen als hier im Video. Wer mehr über die Journey 1884 von Victorinox erfahren möchte, ergo, hier ist der Link. Wer Fragen hat oder Kommentare oder Anregungen, kann dazu jederzeit gerne das Kommentarfeld benutzen. Ich freue mich über ein Like und über ein Subscribe und freue mich aufs nächste Mal.